Guten Abend aus Moskau. Am Sonntag kommt der russische Präsident Wladimir Putin nach Deutschland. Am Montag will er gemeinsam mit Kanzlerin Merkel die Hannover Messe eröffnen, die größte Industriemesse der Welt. Die Handelsbeziehungen sind eng. Wir leben von russischem Öl und Gas und Russland kauft unsere Autos und Maschinen. Aber der Präsident kommt zu einem Zeitpunkt nach Deutschland, zu dem die Irritation über die politische Entwicklung dort bei uns groß ist. Deshalb freue ich mich, dass er sich heute Abend unseren Fragen stellt. Präsident Wladimir Putin, guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Präsident, Deutschland und Russland, das ist eine besondere Beziehung. Wirtschaftlich passt das prima zusammen. Politisch hakt es zurzeit ein bisschen. Viele Deutsche sehen mit Sorge Razzien bei Hunderten von Nichtregierungsorganisationen in Russland. Zwei deutsche politische Stiftungen sind betroffen. Die deutsche Öffentlichkeit hat die Erklärung, da soll eingeschüchtert werden. Warum handeln Ihre Behörden so? Ich glaube, Sie schüchtern die deutsche Öffentlichkeit ein. Es passiert doch gar nichts Ähnliches und man muss die Menschen nicht einschüchtern. Man muss objektiv die Entwicklungen beleuchten. Und was ist denn die objektive Beleuchtung? Ende vergangenen Jahres wurde in Russland ein Gesetz verabschiedet, nach dessen Maßgabe in der Russischen Föderation diejenigen Nichtregierungsorganisationen, die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten, also aus dem Ausland finanziert werden und die innenpolitische Tätigkeit hierzulande betreiben, sich registrieren lassen müssen als ausländische Agenten. Also geht es hier um Organisationen, die innerhalb unseres Landes auf politischem Parkett agieren und sich vom ausländischen Geld bezahlen lassen. Das ist kein besonderes Novum in der globalen politischen Praxis. Ein genau solches Gesetz gibt es in den USA seit 1938. Wenn Sie zusätzliche Fragen haben, würde ich mich sehr gerne diesen Fragen stellen, um Ihnen zu erklären, was passiert und Ihren, also unseren Zuschauern. Herr Präsident, mir ist nicht bekannt, dass in den USA ähnliche Durchsuchungen, Beschlagnahmen stattfinden. Der Begriff ausländischer Agent, den die Organisationen tragen müssen. In unseren Ohren hört sich das nach Kaltem Krieg an. Dann werde ich präzisieren. In den USA gibt es ein solches Gesetz. Es ist in Kraft, bislang in Kraft. Und unsere russischen Organisationen werden mit der gleichen Praxis konfrontiert, die in dort vor Jahrzehnten eingeführt worden ist. Ich werde Ihnen gleich ein Papier überreichen. Vor kurzem hat das amerikanische Justizministerium der USA die Nichtregierungsorganisationen ersucht, Dokumente bereitzustellen, dass sie Gelder aus dem Ausland erhalten. Und dort gibt es eine lange Liste von Fragen. Wir haben ein genau ähnliches Gesetz verabschiedet, das nichts verbietet. Das möchte ich unterstreichen. Dieses Gesetz verbietet ja nichts. Dieses Gesetz schränkt nichts ein und lässt niemanden dicht machen und keine Tätigkeit, selbst innerpolitische Tätigkeit für Organisationen, die sich aus dem Ausland finanzieren, ist nicht verboten. Wir wollen nur wissen, wer dieses Geld bekommt und wofür dieses Geld ausgegeben wird. Ich wiederhole, das ist kein Novum, das wir uns haben einfallen lassen. Aber warum ist das so aktuell für uns? Was glauben Sie? Wie viel gibt es in Europa Nichtregierungsorganisationen, die sich aus Russland finanzieren lassen? Was glauben Sie persönlich? Ich kann das nicht schätzen, Herr Präsident. Ich kann ja auch nur über meinen Eindruck sprechen. Lassen Sie mich. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich werde es Ihnen sagen. Eine solche Organisation gibt es in Paris und die andere
Die zweite Organisation ist Nordamerika tätig und ist in den USA registriert worden. Es gibt zwei insgesamt, einmal in den USA, einmal in Europa. Ich habe schon geahnt, dass Sie mich fragen werden. Wie heißen Sie übrigens? Jörg Schönborn. Jörg. Jörg, schauen Sie doch mal. In der Russischen Föderation gibt es 654 Nichtregierungsorganisationen, die, wie es sich herausgestellt hat, Geld aus dem Ausland beziehen. 654 Organisationen, das ist ein ganzes Netzwerk, das die ganze Russische Föderation erfasst. Alle Regionen der Russischen Föderation. Nur in den 4 Monaten, nachdem wir das entsprechende Gesetz verabschiedet haben, haben diese Organisationen aus dem Ausland, stellen Sie sich nur vor, Sie können sich es kaum vorstellen, und ich wusste es auch nicht. Also haben diese Organisationen 28 Milliarden 300 Millionen Rubel. Das ist knapp 1 Milliarde US-Dollar. 855 Millionen bekamen sie über diplomatische Vertretungen. Das sind die Organisationen, die eine politische Tätigkeit hierzulande betreiben. Darf denn unsere Gesellschaft nicht wissen, wer und wofür sein Geld bekommt? Und ich möchte es unterstreichen, ich möchte, dass Sie es wissen und dass die Europäer es wissen, dass die Deutschen es wissen. Niemand verbietet diese Organisationen. Wir bitten nur, dass sie es zugeben, ja, wir betreiben die politische Tätigkeit, aber lassen uns aus dem Ausland finanzieren. Die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf und man muss niemanden einschüchtern, dass hier jemand festgehalten wird, dass hier etwas beschlagnahmt wird. Vielleicht hätte man das beschlagnahmen können, wenn die Menschen Gesetze verletzen. Dort gibt es administrative Strafen, aber ich glaube, das alles vollzieht sich im Rahmen von zivilisierten Regeln. Nach unserem Verständnis funktioniert Demokratie mit einer starken Opposition. Nach unserem Verständnis ist eine Opposition immer Regierung im Wartestand. Gibt es auch in der Politik Wettbewerb, weil es im Zweifel besser machen kann als eine Regierung. Braucht Russland eine starke Opposition? Ja, natürlich braucht es Russland. Ich werde gleich die Frage beantworten. Hier sind die Dokumente, die unsere Organisationen in den USA bereitzustellen haben. Und gucken Sie, von wem diese Liste unterschrieben ist. Das ist der Aufklärungsdienst. Das ist keine Generalstaatsanwaltschaft. Das ist der Aufklärungsdienst des Justizministeriums der USA. Das ist das Dokument, das man an die Organisationen verschickte. Und gucken Sie, wie viele Fragen Sie zu beantworten haben. Ist das demokratisch oder nicht? Herr Präsident, wir schauen uns das Dokument an. Mir ist von ähnlichen Durchsuchungen in den USA, wie gesagt, nichts bekannt. Ich will auf die nächste Frage kommen. Ich habe gerade schon gesagt, nach unserem Verständnis lebt Demokratie auch von einer starken Opposition. Eine Opposition, die es im Zweifel immer besser machen kann als die Regierung. Wettbewerb um das politische Geschäft. Braucht Russland nicht auch eine starke Opposition? Ja, natürlich braucht Russland eine starke Opposition. Und nicht nur das, ich glaube, ohne Wettbewerb ist keine Entwicklung möglich im politischen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich. Und wir wollen diese Entwicklung gewährleisten für unser Land und für unsere Menschen. Ohne diesen Wettbewerb ist es unmöglich, effektive Regeln aufzustellen und begründete Entscheidungen zu treffen. Deshalb werden wir es natürlich anstreben, dass unsere Gesellschaft auf diesem Wettbewerb in allen Lebensbereichen beruht, insbesondere im politischen Bereich. Das heißt aber nicht, dass diese Opposition sich aus dem Ausland finanzieren muss. Stimmen Sie dem nicht zu? Haben Sie eine andere Meinung? Heißt das, dass die Opposition frei demonstrieren darf? Ja, natürlich. Aber im Rahmen des Gesetzes. Es gibt bestimmte Regeln, die es vorsehen, dass es verschiedene Formen politischen Engagements gibt. Wahlen, öffentliche Meinungsbekundung, insbesondere Demonstrationen. Es gibt ein Gesetz.
Ob dieses Gesetz gut oder schlecht ist, dieses Gesetz lässt sich demokratisch ändern. Ordnung muss sein. Das ist eine bekannte Regel und die findet Anwendung in allen Staaten und die ist universell. Ordnung muss sein. Es darf kein Chaos zugelassen werden. Wozu ein Chaos wozu führen kann, sehen wir am Beispiel von Nordafrika. Wer braucht es? Stichwort Oppositionstätigkeit. Ich möchte Sie da auf Folgendes hinweisen. Um politische Parteien zu registrieren, musste man noch vor kurzem 50.000 Mitglieder in dieser Partei haben. Wir haben radikal diese Mitgliedschaftsanforderungen reduziert. Jetzt sind es nur 500 Menschen erforderlich, um eine politische Partei zu registrieren. Wir haben 37 Parteien bereits in Russland und mehrere Dutzend Parteien haben das Registrierungsverfahren beantragt. Wir wollen den politischen Wettbewerb weiterentwickeln. Wir haben das Wahlverfahren für die Mitglieder der Oberkammer des russischen Parlaments, des Föderationsrates geändert. Die Mitglieder des Föderationsrates werden auch in geheimer allgemeiner Abstimmung in entsprechenden Regionen gewählt. Die Oberkammer der Bundesrepublik wird nicht so gewählt, wenn ich mich nicht irre. Werden Abstimmungen in entsprechenden Landtagen durchgeführt. In diesem Sinne haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin jetzt bei den Wahlen der Gouverneure der Russischen Föderation. Wir haben Direktwahlen von Gouverneuren wieder eingeführt. In der Bundesrepublik werden Ministerpräsidenten in den Landtagen gewählt. Viele Vertreter unserer politischen Kräfte haben geglaubt, wir müssten zu der Form zurückkehren, wo das Parlament nach gemischtem Wahlsystem gebildet werden soll. Mehrheitssystem und Direktmandate. Also wir sind zu diesem System übergegangen. Wir sind auf der Suche. Wir suchen nach den akzeptablen Formen der politischen Organisation unserer Gesellschaft, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen würde. Und das gilt auch für politische Parteien. Natürlich wünschen wir politische Konkurrenz. Sie fahren nach Deutschland zu einer großen Wirtschaftsmesse. Ich denke, dass Ihnen vor allem die Wirtschaftsbeziehungen am Herzen liegen. Haben Sie Sorge, dass die Punkte, die wir gerade besprochen haben, das belasten können? Nein, im Gegenteil. Nein, ich freue mich im Gegenteil sehr darüber, über unser Interview. Denn das gibt uns die Möglichkeit, die Positionen zu klären, zu erklären, was in Wirklichkeit passiert und wovon wir uns leiten lassen. Sie haben ja mit Razzien angefangen, mit Durchsuchungen, mit Verhaftungen. Von welchen Verhaftungen sprechen Sie denn? Nennen Sie bitte nur einen Namen. Das findet ja gar nicht statt. Ich habe nicht von Verhaftungen gesprochen, Herr Präsident. Das hört sich so an. Also man schreit nach Hilfe. Ja, es gibt Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation, die in der Pflicht steht, die Einhaltung der russischen Gesetze zu überwachen. Und alle Bürger, alle Organisationen, alle natürlichen und russischen Personen müssen sich daran halten und sie müssen die Gesetze der Russischen Föderation respektieren. Was wünschen Sie sich von Ihrem Besuch in Deutschland in wirtschaftlicher Hinsicht? Die Deutschen, vermute ich, werden eingeladen zu investieren. Was konkret ist Ihr Wunsch? Sie haben gerade eben gesagt, dass Deutschland und Russland sehr bedeutende Partner füreinander sind. Und so ist es auch. Die europäischen Mitgliedstaaten, die Europäische Union insgesamt, ist für uns der größte Handels- und Wirtschaftspartner. Über 50% unseres Handelsumsatzes kommen auf die Europäische Union. Einmal mehr, einmal weniger angesichts der schwierigen Situation in der Eurozone, in der Europäischen Union. Aber das ist trotzdem sehr viel. In den absoluten Zahlen geht es hier um 430, 430
450 Milliarden US-Dollar. Wir sind drittstärkste Handels- und Wirtschaftspartner für Europa nach USA und China. Und dabei ist der Abstand nicht so groß. Während wir 450 Milliarden Handelsvolumen mit Europa haben, die USA haben 600. Wissen Sie, der Unterschied ist eigentlich nicht so groß. Deutschland ist in dieser Reihe Partner Nummer 1.